Herzlich willkommen zu meinem nächsten Windows schneller mach Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man Windows 10 schneller macht. Als erstes beginnen wir mit MS-Config. Bei euch sollte hier erst normaler Start sein, wie bei jedem normalen Rechner, ne? Dann müsstet ihr hier als Benutzer definierter Systemstart rüberklicken. Dann hier beim Start kann alles so bleiben, wie es ist. Das bringt euch sowieso nichts, das zerstört nur die Rechenkerne. Dann bei allen Microsoft-Diensten nur das, was ihr nicht braucht, wegmachen. Also Häkchen wegmachen. Bei alles, was man braucht, hier muss man nicht unbedingt das Häkchen wegmachen, nur was man nicht braucht. Ne? Weil am meisten zögern, wenn das System startet, muss, also wenn euer Rechner richtig langsam startet, dann müsst ihr hier Sachen deaktivieren damit. Wie? Okay. Ja. Wenn euer PC hier richtig langsam startet, dann müsstet ihr hier im System, wenn euer Autostartordner richtig voll ist, dann müsstet ihr aber richtig viel deaktivieren. Aber was nicht geht, zum Beispiel das, ne, das, hä? Okay. Was man. Man kann das aber. Was einfach nicht geht, kann man einfach nicht deaktivieren, ne, Leute. Also geht's einfach nicht. Na, danke. Ja, das mache ich nicht. Das hier mit dem Festplatten formatieren und defragmentieren, das ist einfach nur der größte Schwachsinn, den der zu machen ist, sag ich mal so. Das bringt euch keine Leistung mehr und keine weniger. Denn erst wenn die Festplatte ganz hier voll ist, dann ist das System komplett richtig langsam. Aber wenn die Festplatte so komplett leer ist, so wie die hier, und ihr eine zweite Festplatte habt, wie ich hier diese zwei, also diese zwei, dann könnt ihr einfach komplette Spiele, also alle Spiele und Videos und alles hier rüber auf den, also auf die 500. Zum Beispiel ich habe jetzt eine 500 GB Festplatte und kann sich alle Spiele und wichtige Dateien sichern auf diese zwei Sachen. Hier habe ich nichts drin und hier alles Wichtige, was man so brauchen kann, ne? Ja, das war's auch schon mit wie man Windows 10 schneller macht. Danke fürs Zuschauen und tschüss.